Willkommen zurück, meine Freunde. Noch einmal sind wir hier bei der Pokémon Sun and Moon Demo, denn es gibt noch was, was ich quasi übersehen habe. Und ich möchte auch nochmal mit euch über eine gewisse Sache schon noch sprechen. Und zwar ist ja die Nintendo NX, beziehungsweise jetzt Nintendo Switch, wie ja bekannt wurde, da eingetroffen und fertig und alles. Also nicht fertig, aber wurde endlich gezeigt, so. Da möchte ich auch nochmal drauf eingehen. Alles zu seiner Zeit. Ich fange erstmal hier an bei Pokémon. So, wow. Du hast die drei Trainer dieser Route besiegt. Damit beweist du, dass du Talent besitzt. Blablabla. Dann, ja. Dann ist es Zeit. Mein ersten Kampf seit langem. Ja. Dann kämpfen wir mal. Denn es hatte ein klein wenig gefehlt, was ich gemacht habe. So. Ass-Trainer. Das ist das Design für die Ass-Trainer schon mal ganz schick an sich. Erinnert mich so ein bisschen an Pokémon Colosseum. Halt jetzt die Frisur ähnlich, aber ein bisschen voluminöser. So, Mirales haben wir als Gegner. So, ich denke mal, wir setzen auf Nachthieb, um unseren Step nochmal ausnutzen zu können. Und zack. Kopfnuss. Oh doch, die interagiert. Sie zuckt nicht zusammen, aber die interagiert zumindest, wenn sie ihren Angriff einsetzt. Ja, zack! Und ihre Levels, ihr Level ist angepasst. So. Und wir werden durch die Macht der Freundschaft ein unbesiegbares Quatschuzu. Naja, unser Quatschuzu wird zu einem unbesiegbaren Quatschuzu. Und da kommt Pikachu ins Rennen, ein weibliches. Das sieht man da an dem kleinen Schweif schon im Vorfeld. So, wir müssen auf Wasserschuriken setzen, denn ich denke mal, das wird die einzige Möglichkeit sein, dieses Pikachu im Zaun zu kriegen. Das ist 5 Level über uns. Also könnte uns ordentlich an Schaden machen. Los, Wasserschuriken! Ja. Aua. Dreimal getroffen. Elektroball, okay, das sollte uns nicht finishen. Nevermind, ich hätte gedacht, du hättest was wie Donnerblitz im Set. Aber Elektroball finisht uns nicht, da es anhand des Speed-Defizites zwischen Pikachu und seinem Gegner in dem Fall an Schaden misst. Und da Quatschuzu zu ein sehr schnelles Pokémon ist, ist das Speed-Defizit definitiv nicht gerade hoch, weil Pikachu ist auch ein relativ gutes Pokémon in Speed. Aber Pikachu muss dem Gegner überlegen sein in der Geschwindigkeit. Damit das im Einsatz erfolgreich ist. So. Schon mit vollem Einsatz konnte ich diesen Kampf für mich entscheiden. Hättest du keinen Elektroball eingesetzt, dann hättest du wahrscheinlich bessere Karten gehabt und. Ja. Ich bin ein Glückspilz. So ein talentiert, meine Durchzugegner zu sein. In den Sternstück. Zack. Dankeschön. So. Ja. Okay. Wir haben das Sternstück erhalten. Aber du brauchst dir keine Sorgen machen. Du kannst alle besiegen. Jo, haben wir auch. So, jetzt ist noch eine Sache, die ich noch erledigen muss, möchte. Aber ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich das trigger. Deswegen, ich tue gerade mal hier die Ebene resetten. So. Gehen wir mal hier durch. Ich laufe mal langsam und hoffe, dass wir so keine Begegnungen erreichen oder erzielen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das oder die trigger. Beziehungsweise... da muss ich nicht hin, da muss ich auch nicht hin. Vielleicht muss ich auch irgendwo... Warte mal, kann man hier hinten entlang? Nein. War es auch woanders? Wartet mal. Ich guck mal. Und wenn ich es jetzt nicht auf Anhieb finde, dann fange ich schon mal mit einem Gespräch zu. So, erstmal hier zurück. Zur NX. Ich weiß nicht, mir gefällt NX ein Ticken besser. Da habe ich dich doch. Was für ein schöner Ausblick. Ich wünschte, du könntest das auch sehen.
Oh, hallo? Du bist... Was ist in deiner Tasche? Du bist... Ich kümmere mich gerade um ein gewisses Pokémon. Aber ich muss weg. Professor Cookie wartet auf mich. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Gut, dann gehen wir mal zum Professor. Warte mal, der war hier im Pokécenter. So. Sagt er noch irgendwas? Plaudern. Menge Trainer, sonst noch was? Toll. Du bist nicht gerade hilfreich. Für das, was ich eigentlich jetzt gerade gerne erreichen oder sehen wollen würde. So. Na klar, ich möchte nochmal zum Hügel. Mal gucken, ob das jetzt ausreicht oder ob ich noch irgendetwas anderes machen muss, um den Rest, was ich möchte, zu triggern. Also von hier sehe ich leider nichts. Nein, da ist keiner. Ich warte nämlich auf eine gewisse Dame, die hier unten am Strand auftauchen sollte. Nur wie trigger ich die? Vielleicht muss ich die nochmal oder irgendjemanden in der Stadt noch ansprechen. Ich glaube, ich tue einfach mit jedem in der Stadt einfach quatschen. So. Ja, du kleines... Mangurio. Gut, solange ich das jetzt hier in Angriff nehme, rede ich mal kurz über die Nintendo... Oh Gott, jetzt habe ich gerade einen Blackout. Switch, so, jetzt habe ich's. Okay, ich möchte wieder zurück. Jo. Und zwar haben sie dir jetzt endlich vorgestellt, was ich... ich weiß nicht, wenn ihr das nicht gesehen habt, das Video, dann ist das eher blöd. Beziehungsweise könnt ihr euch das Video auch dann nochmal ansehen. Und zwar sind mir erstmal im Video, also ich finde erstmal allgemein die Aufmachung richtig schön. Und ich finde, es hat auch eine gewisse Zielgruppe, die es auch sehr gut treffen tut. Ich versuche gerade, also die passenden Worte zu finden, um einen Anfang zu bekommen. Naja, also ich überlege einfach mal querbeet, was mir durch den Kopf geht. Also ich gehe erstmal auf das ein, was mir aufgefallen ist. In dem Trailer in diesem Video ist oder war zu sehen, dass wir... ein neues Mario zu erwarten haben, was oft schon von vornherein klar war. Aber man hat auch nochmal Ausschnitte aus Mario Kart, man denkt zumindest Mario Kart 8 gesehen. Aber wer genau hingeguckt hat, ja, sieht, dass man bei diesem Mario Kart auf jeden Fall zwei Items zur Verfügung hat. Und dass es King Buhu als Fahrer gab. So mal, für die, die das nicht aufgefallen ist, ihr könnt nochmal auf dieses Video gehen und bis zu dieser Mario Kart Stelle gucken. Ich weiß leider nicht mehr die Minute auswendig, ich wusste es vorhin noch. So, auf jeden Fall, was noch, was ich gut finde, ist, dass sie einmal einen Mario-Titel direkt zum Release rausbringen und dass ein Pokémon-Titel schon in der Mache ist für die Nintendo Switch. Und das, was man halt grafisch und von der Leistung her gesehen hat, nebenbei, was auch sehr leicht noch dazu kommt, ist, man kann das sehr leicht dann auf einem Fernseher ja, übertragen oder beziehungsweise auch aufnehmen, was halt jetzt hier der YouTube-Welt sehr entgegenkommt. Vor allem, wenn ein Pokémon-Titel wirklich ein richtiger Pokémon-Titel in der Mache ist, hat man dann wirklich das optische Highlight, so wie ein Kolosseum zumindest, dann ein Spiel haben zu dürfen.
Was ja auf jeden Fall richtig, richtig nice ist. Jetzt rede ich sogar mit jedem Machomai oder was? Ich hoffe einfach nur, ich trigger das irgendwann einfach, das Event. Und wenn ich dann... Muss ich es dann nochmal extra machen? Das will ich aber eigentlich nicht. Will ich es schon... Das jetzt in dem Video hinkriegen. Auf jeden Fall hat man dann definitiv die Möglichkeit, dann das Spiel in so einer Auflösung wie bei Pokémon Colosseum, Pokémon XD, Pokémon Battle Revolution halt sehen zu können. Pokémon Stadium würde ich jetzt mal nicht ins Verhör nehmen, weil Pokémon Stadium ist ja so eine Sache für sich. Es ist halt ein bisschen grafisch zu weit hinten, da kann man das hier mit dem hier vergleichen. Obwohl Pokémon Stadium, finde ich, in gewissen Punkten hier doch besser abschneiden würde. Einfach weil die Auflösung höher ist. Auch wenn es kantiger ist. Ich finde es cool, dass es das To-Go-Feature hat, dass man es unterwegs spielen kann. Was aber nebenbei als negativ eingestuft wird, oder eingestuft wird auch von mir allgemein, hat ja da, ich glaube, wenn man hier nochmal hingeht nach 9 Tagen, bekommt man, glaube ich, auch was. Man hat ja in dem Video auch gesehen, Ausschnitte aus einem Skyrim und aus einem NBA. Und was halt dazu leider erschütternd jetzt entgegenkommt, ist die Tatsache, dass dass die Entwickler, die Spieleentwickler beziehungsweise diese großen Firmen keinen Titel für die Konsole bestätigt haben, mit dem habe ich ja schon gesprochen, noch keinen Titel bestätigt haben offiziell, und auch sie sagen, sie arbeiten mit Nintendo zusammen, um Spiele zu entwickeln, aber sie haben keinen Titel bestätigt. Das heißt also, die Titel, die da gezeigt werden, und wenn jemand sich darauf freut, vielleicht da sich einfach, weil er Skyrim unterwegs spielen will oder sonst irgendetwas, ja, und sich dann freut, oh, ich kann es mir dann für unterwegs holen, und es dann doch nicht kann, wäre es halt schon schade. Also da hätte Nintendo explizit auch darauf hoffen sollen, dass diese Games auch dann es ist gezeigt werden. Es wurde aber auch nicht gesagt, dass die Spiele nicht kommen. Das ist es ja auch. Also vielleicht kommen die ja auch. Schade, ich kann den Tinder. Kommen die auch. Nur die Entwickler wollen es halt noch nicht so freigeben, was genauso dann alles geben, aber das finde ich, das schadet ein bisschen. So allgemein erstmal dazu. Wenn ich jetzt mir das so angucke, ganz im Groben mir angucke, ich denke, es ist auf jeden Fall eine Konsole, die auf jeden Fall ihren Zweck erfüllen wird. Ich gehe nochmal hier hin. Zack. Okay, den Dreh habe ich schon raus. Hier oben kriegen wir ja nichts. Oder der Typ sagt denn noch mal was. Ich bin schon wieder da, ja. Oh, schade. Jetzt haut er schon wieder ab. Super. Jetzt haut er schon wieder ab. Achso, man kann dadurch speichern. Erneut. Warum auch immer. Okay, jetzt sind alle Steine irgendwie weg, obwohl ich da... Doch nicht, ich dachte schon, obwohl ich welche ausgelassen habe. So, bring mich wieder zurück, bitte. Okay, jetzt haben wir... Gottverdammt nochmal mit jedem hier gesprochen, mit dem er hätte sprechen können. Selbst im Pokécenter. Wenn ich das jetzt nicht getriggert habe, verstehe ich die Welt nicht. So, ja, ich möchte wieder dahin. So. Nein. Da muss ich hier irgendetwas vorher erreicht haben. Hm.
Das ist natürlich jetzt blöd, weil ich schon wusste eigentlich, dass hier noch was ist. Und ich rede jetzt hier schon 15 Minuten. Also ich weiß, dass da was ist. Ja. Ich weiß, dass hier noch eine Dame kommt. Oder kommen müsste. Und ich hoffe darauf. Ja, dann wird man noch viel stärker. So. My Macho. Oder ich muss vielleicht zu einer anderen Tageszeit hin. Das ist ja auch ein bisschen blöd für eine Demo. Na gut, dann muss ich mich nochmal dran setzen. Und dann zeige ich es euch zur Not dann später. Okay. Allgemein bleibe ich jetzt ja erstmal stehen und quatsche noch ein klein wenig. Weil durch das Bewegen und das da drüber nachdenken, was so alles war und ist, konnte ich jetzt nicht wirklich die kompletten meine Worte fassen. Also ich fasse zusammen, ist auf jeden Fall super, neuer Mario-Titel. Dass Pokémon angekündigt wird, vor allem, dass es jetzt auf eine Auflösung und auf eine Leistung von der Konsole jetzt wieder aufgearbeitet wird oder hingearbeitet wird, dass auf jeden Fall man auch einen Augenschmaus hat und nicht halt hier das pixelige. Man muss es sagen, der 3DS ist ja nicht schlecht, was es angeht. Ja, das ist aber super. Kann man nicht sagen, ja. Seine Zeit ist auf jeden Fall super. Nur halt, um das irgendwo schön darstellen zu können, braucht man halt ein bisschen höhere Auflösungen als das, was der 3DS uns hier jetzt gegeben hat. Ich freue mich in dem Punkt da drauf, weil man hat dann Pokémon auf jeden Fall in einer hohen, schönen Auflösung. Man kann das dann hier schön auf YouTube auch immer wiedergeben. Man kann auch die Kämpfe endlich spektakulärer zeigen. Halleluja. Da freue ich mich drauf. Das To-Go-Feature, das ist so eine Sache, wo ich am Überlegen bin. Es ist nice. Das kann man nicht abstreiten. Nur die Fragen, die sich mir halt stellen, was sagt die Akkuleistung? Wie lange kann dieses Ding mobil bleiben? Das sind halt Fragen, die ich mir halt noch stelle. Ja, das Gamepad soll eine Auflösung von 900p haben. Das heißt also, dann hat man eine Auflösung von 1600 zu mal 900. 16 zu 9 Format. Man hat abnehmbare Controller, man kann auch einen Multiplayer machen, obwohl ich das mit diesem ganz kleinen Controller dann teilen dann doch ein bisschen schwer mir vorstellen kann. Aber halt für eine kleine Runde to go ist das doch mal, ist es doch in Ordnung. Ach ja, ich bräuchte so ein paar Bilder gerade vor Augen, damit ich mich gerade besser ins Thema einfassen kann. Aber ich wollte jetzt nicht noch wie jeder andere hier nochmal eine Fotomontage machen zu jedem einzelnen Aspekt. Ich denke, ich rede jetzt einfach nochmal über eine Sache, wo ich mir auch nochmal Gedanken gemacht habe. Ist halt die Frage, wie sehr tut die Docking Station dem Spiel helfen, eine bessere Qualität auf dem Bildschirm zu zaubern. Denn meine gedachte Problematik ist einfach, du steckst das Ding rein, ist ja okay, aber bringt diese Docking Station eigene Leistung noch mit oder tut sie das nur hochskalieren und dann auf den Bildschirm projizieren? Das ist halt das. Und wenn halt nur das Gamepad dann diese Leistung erbringt, ist es halt eine Sache für sich. Vor allem, man sieht halt, wie die Dame das Gamepad da rausnimmt und das Spiel dann innerhalb von binnen einer Sekunde schon auf dem Gamepad zu sehen ist. Da stellt sich halt mir die Frage, wie arbeitet das zusammen, wenn da in dieser Docking Station noch eine Power-Einheit sitzt? Ja, wie arbeitet das zusammen? Weil die Grafikkarten müssen ja irgendwie miteinander kommunizieren und alles. Aber gut, das sind halt Fragen, auf die wir derzeit noch nicht so wirklich Antwort wissen. Was man auf jeden Fall weiß, ist, dass diese Nintendo Switch laut den Händlern, weil es gab ja so ein Händlertreffen, 200
99 US-Dollar kosten wird. Und da die Preise meistens 1 zu 1 übernommen werden im Euro-Bereich, heißt es halt 299 Euro dafür. Und in einem Bundle sollen es 399 sein. Ich sag mal so, der Preis, wenn man jetzt mal gute Titel auch sieht, denke ich mal, ist angemessen. Ist auch meiner Meinung nach nicht so hoch eingesetzt für das, was das Ding halt macht, leisten kann. Hoffe ich einfach, dass die Akkuleistung bei dem Gerät mindestens mal bei 4 Stunden liegt für das To-Go. Weil unter 4 Stunden wäre dann doch ein bisschen schlecht als recht. Ja. Und wie gesagt, das mit diesen AAA-Titel als Spieleentwicklern, die halt das Skyrim bzw. da das NBA halt drauf haben zeigen lassen, aber es noch nicht wirklich bestätigt haben, dass die diese Titel dann auch wirklich dann auf der NX-Switch dann auch rausbringen. Ist halt blöd, ist halt schade. Na gut, wir sind jetzt hier bei Pokémon und ich hoffe, ich krieg dieses Event hier noch irgendwann mal getriggert. Denn hier kommt noch eine Kleinigkeit, das ist eigentlich nicht viel, aber keine Ahnung, es kommt nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll oder machen muss dafür. Vielleicht weiß es einer, dann kann ich das zumindest noch, ja, es ist vollständigkeitshalber der Demo und zu Ehren von Nintendo, beziehungsweise Nintendo von Game Freak, ja, es ist noch zeigen. Aber erstmal so viel dazu, ein bisschen Smalltalk. Und ja, die Sache ist die, ich habe mir schon noch ein paar Gedanken gemacht, wie ich das hier mit den Bildschirmaufteilungen mache. Weil ich habe ja festgestellt, für normale Online-Kämpfe, wie ich das ja eigentlich mir gedacht habe, dass ich ja da an der Seite halt die Attacken, Pokémon und sowas einblende, ist halt bei dem Feature, was das hier mir halt zur Verfügung stellt, dass ich mir die Boosts hier nochmal anzeigen lassen kann, ja, hier nochmal Infos aufrufen kann und all das. Ja, dass man das einfach alles hat, das ist halt einiges wert. Ja, da kann man dann, ja, es ist auch für Anfänger freundlich besser mitarbeiten, als wenn ich da auf der Seite einfach nur die Pokémon einblende, was die können, was sie für VOs haben und sowas. Ja, das ist dann wesentlich einfacher. Findet sich schon im Kampf, das sollte eigentlich hier. Ach so. Okay. Kann ja auch die Werte, man kann halt die Werte hier in dem Ding relativ fix auch so aufrufen, also nicht die eigenen Werte, aber halt Werteboost und so weiter und so weiter. Und wir können Level 37 nicht überschreiten per Level Up. Was schade ist, ah, ich kann ja auch einmal eine Sache jetzt noch ausprobieren, die ich beim letzten Mal noch ausprobieren wollte, aber ich nicht dran gedacht habe und die mir danach eingefallen ist. Ah, zu schnell machen. Gehen wir nochmal die Fangebene gerade. So, Tauros und ich hoffe, ich kann noch ein anderes Pokémon nehmen als Tauros. Ja, gib mir ein paar Bälle und dann wollen wir mal gerade. Also. So. Und los. So. Jetzt fangen wir uns mal ein. Wuffels. Gut. Dann fange ich aber mit dem Heilball. Nicht sehr effektiv. Ich bin jetzt einfach Nachthieb. Achso, und eine Sache muss ich auch noch ausprobieren. Na, komm schon. Nee, wir kriegen keine Erfahrungspunkte. Ich will zumindest ausprobieren, ob die wilden Pokémon von uns, wenn wir sie einsetzen und die besiegenden Pokémon, ob die Erfahrungspunkte kriegen. Ich tendiere auf nein. Also. Dann machen wir eben Aeroas. Also ich glaube nicht, dass die Erfahrungspunkte kriegen. Ja, das ist super. Super Schall. So. Achso, können wir das jetzt hier auch uns ansehen? Ah, verwirrt. Dann haben wir auch noch die Info. Okay. Wir haben noch Heilbälle, genau.
Die will ich auch haben. So. Mal komm, bleib drin einfach. Sei so lieb. Dankeschön. So. Das ist unser kleines Vögelchen. Jetzt setzen wir das auch mal vorne. Wir lassen es auch gleich schon mal hier für uns kämpfen. Vielversprechend anfangen. Ja, ich werde jetzt einfach mal alle Pokémon fangen, die man jetzt hier auf dieser Route fangen kann. Die drei. Warte mal. Y. Und so. Okay. Wir lassen auch Quatschutz angeschwächt, weil ich will noch eine Sache halt wissen. Vielleicht müssen doch alle Pokémon hier gefangen haben einmal. So. So, kleines Pipek. Ach du Kacke. Furienschlag. Zack, einmal. Wow, macht das Schaden. Okay. Das macht ordentlich Schaden. Doch, es erhält Erfahrungspunkte. Das heißt, man ist in der Lage, die Pokémon hier zu leveln. Erhält es auch Erfahrungspunkte, wenn ich es per Switch dann... per Switch dann bringe? Okay, das werden wir jetzt herausfinden. Ja, dich will ich sowieso noch fangen. Benutzen wir Aeroas. Wenn ich dich nicht damit besiege, dann fange ich dich einfach. Silberblick. Okay, Y. Ja, nimm einfach einen Pokéball. Zack. Das heißt, man kann sie leveln. Die Frage ist halt... entwickeln die sich hier auch? Können sie überhaupt das Level-Up kriegen? Ich krieg 300. Tatsache, er kann auch durch Switch ein Level-Up kriegen. 300 waren das. Also Level-Up-Erfahrungspunkte. Sonst Quajutsu hat halt ein Level-Cap. So, da hätten wir auch noch Wuffels. So. Pokémon... ich lasse Quatschutz einfach rein. So. Plupp. Steinwurf. Ja, das wäre nicht gut. So, Nachthieb. Nicht kritten. Quatschutz. Okay, Wuffels hat eine so geringe Def, dass mir das doch schon langsam Angst macht. So. Wie viel braucht denn das noch bis zum nächsten, bis zum ersten Level ab? Wertelink. Das heißt, du wirst auf jeden Fall immer 5-mal treffen. Du brauchst 2419. Okay. Also ein Level up sollten wir locker schaffen. Locker flockig. Oh, hier gibt's auch Pikachu. Das ist natürlich eigentlich. Ich tue erstmal ihn hier reinschicken. Also. Kameradschaft. Angriffsdienst. Joa, hab ich kein Problem mit. Kampf, was hast denn du denn so? Lehmschelle? Ja, mach mal Lehmschelle einfach, weil wir es können. Elektroball. Und tschüss. Und da sehen wir mal ein Pokémon fallen. Na gut. Nächstes Rufen natürlich. Machen wir mal Quajutsu rein. Okay, einmal Aeroas und danach fangen wir es einfach. Fangrubbler. Wir sind paralysiert. Wow, Quajutsu ist fast down.
Y. Ich hoffe, ein Superball reicht jetzt einfach. Na komm. Geht doch. Ich hatte ein klein wenig Bange, muss ich sagen, wegen den KP. Und 700. 700 Erfahrungspunkte hat er gekriegt dafür. Was? Es läuft ja wie geschmiert. So. Du gehst mal bitte nach vorne. So. Warte mal, hat er wirklich jetzt... Warte mal, der hat 2400 gebraucht, eben noch. Okay, du könntest bald ein Level abkassieren. Das wäre sehr schön. So. Wir brauchen immer noch Wuffels. Ich frage mich, ob man hier 6 Pokémon fangen kann. Flucht. Warte mal. Haben wir nicht eigentlich den Z-Stein? Müssten wir den nicht eigentlich haben? Den haben wir doch geschenkt bekommen. Der Z-Ring. Jo, haben wir. Einsatz. Wird nun getragen. Okay. Dann schauen wir mal. Mal gucken, ob wir jetzt noch andere Moves kriegen. Dafür musst du leider hinhalten, mein Kleiner. So, mal gucken, ob es so ist, wie ich es mir vorstelle. Kampf. Z-Kraft. So, jetzt können wir... Genau. ...60 Grundstärke. 100 Grundstärke. Okay. Es ist genauso, wie ich es mir sagte. Das ist immer die Grundattacke entscheidend dafür, wie viel Schaden es macht. Okay, die Frage ist halt... Das ist jetzt ein physischen Ding. Das ist ein spezielles. So. Machen wir das jetzt mal im physischen. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, okay. Also die Animation ist komplett gleich. Obwohl es ein physischer Angriff jetzt wäre. Okay. Also wirklich die Grundattacke entscheidet, was es macht. Ich glaube aber leider, keiner der Pokémon, die wir hier haben, in diesem Bereich, würden einen Angriff davon überleben, weil ich gerne mal wissen würde, ob diese Attacke dann dauerhaft paralysiert. Also auf jeden Fall paralysieren wird. Ich probiere es jetzt mal, vielleicht überlebt das, aber ich glaube eher weniger. Ich hoffe einfach mal, dass es hier, dass du das überleben kannst. Halt das aus. Komm schon, halt das aus. Komm. Nein. Volltreffer. Oh, du Pikachu. Okay. Noch ein Pikachu. Du könntest das überleben, aber du könntest nicht... Bei dem könnte ich es halt nicht probieren, ob er paralysiert wird, weil Elektro-Pokémon können nicht paralysiert werden. Verdammt. Ich würde nämlich zu gerne wissen, ob die Effekte halt übernommen werden. Warum gibt es so viele Pikachus jetzt? Ich will Wuffels jetzt haben. Ein kleines Hühnchen. Total süß. So, jetzt aber auf, komm.
Da. Das war wohl nix. Kein Wuffels. So. Mir noch kein Wuffels. Kann doch nicht wahr sein. Nee. Verzweifelte Suche. Ich habe eigentlich nur Pikachu vorne, damit ein Wangerubler des Wuffels einfach paralysieren kann und dann es gut fangen kann. Da haben wir es doch endlich. Geht doch. So, uns auch noch weiblich. Nein, ich werde jetzt keine Z-Angriffe machen. Wangerubler. So, sehr schön. Bis. Pikachu geht fast down. Ich versuch's einfach mal, mit einem Pokéball zu fangen. Meh. Ich mach nochmal Wangerubler. Klein bisschen mehr Schaden drauf machen und danach versuchen zu fangen. Jo. Wir kritten echt oft, habe ich das Gefühl. Na komm, jetzt aber. Bleib drinne, kleines Wuffels. Also noch einmal. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ihr könnt, nachdem ihr den Pokéball eingesetzt habt, definitiv nicht durchtriggern. Wow, Pikachu wird downgeburstet. Quatsch zu, bitte. So. Ist mir in dem Punkt auch egal, ob Quatsch zu fallen sollte. Obwohl, ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn Quatsch zu fällt. Na komm, fang es. Das gibt's nicht. Es bricht einfach noch einmal aus. Nein, 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 nein. Also jetzt kann man hier echt nicht mehr durchtriggern, sondern man muss immer dann wechseln. Du bist paralysiert. Du bist Half-Life. Komm schon. Geht doch. Meine Güte, was war daran jetzt so schwer? So. Ich hätte gedacht, der Typ interagiert jetzt nochmal mit uns. Jetzt haben wir noch hier einen Wuffels. Das wollte ich mir nochmal angucken. Sun. Munterkeit. Okay, kann halt mit einschlafen. Okay, So. Jetzt will ich nur mal gucken, ob das hier ein Level abkriegen kann. Mehr echt nicht. Dann bin ich aus dieser Ecke raus. So, Wuffels ist natürlich kein guter Gegner. Unser Pipek. Überhaupt nicht. Und tschüss. Mal ein Steinwurf und wir haben die Hinterkarte gezogen. So, weg erscheint. Okay, Furienschlag. Wenn wir doch Wertelink haben, nutzen wir das auch aus. Einmal. Das macht ungeheuren Schaden. Wird uns auch noch Schaden machen, aber sowas von. Ich glaube, dass mit dem Leveln, das können wir uns in den Hut stecken. Ich glaube, das können wir uns in den Hut stecken.
Die nächste Treffer macht uns kalt und wenn wir das Pokémon nicht finishen können. Schade. Na gut. Jetzt haben wir hier alle Pokémon gefangen. Ich zeig das Setting. Und ich will jetzt eine einzige letzte Sache noch machen. Aber ich will jetzt erstmal nochmal zurückgehen. Vielleicht jetzt, weil wir das eine Pokémon noch gefangen. Ja, ich will aufhören. So. Jetzt hat er mir ein Nugget gegeben. Okay, jetzt haben wir natürlich noch ein Item bekommen. So, die Pokémon müssen wir leider wieder zurückgeben. Schade eigentlich. So. Ist vielleicht jetzt die Figur da, die ich haben wollte? Nee, sieht nicht so aus. Ich gehe nochmal hin. Und wenn nicht, mache ich das, was ich ausprobieren wollte. Das sieht nicht so aus. Kann es sein, dass mein Katschutz wieder Full Life ist? Verdammt. Es ist wieder Full Life. Kann ja nicht wahr sein. Ich wollte eigentlich mich jetzt fallen lassen. Ich wollte besiegt werden. Ich wollte nämlich wissen, wie das aussieht. Ja, aber dafür sind die vom Level her zu low. Und wir haben halt nur Doppelteam. Nee. Das kriegen wir hier nicht hin. Das heißt, ich müsste wieder in die Fangebene gehen. Um uns da besiegen zu lassen. Was ist das denn für... Das ist blöd. Ich wollte nicht voll geheilt werden. Ja, darf ich nochmal hin? So. Gut. Ich hoffe, jetzt begegnen wir noch mal ein paar Pikachus. So, ich will nämlich besiegt werden. Das ist mir eigentlich auch recht, wenn du den ersten Treffer überleben solltest. Was ich aber nicht glaube. Probieren wir einfach Aeroas und gucken mal, ob wir den Schlag zurückkriegen. Nein. Schade. Also müssen wir doch auf den Pikachu warten. Na komm. Pikachu? Nee. Nein, danke. Mal gucken, wer das nächste ist. Warum nur du? Hat das Spiel etwa meine geheimen Pläne durchschaut? Möchte es etwa, dass wir nicht besiegt werden? So, gib mir Pikachu! Ich will Pikachu als Gegner haben. Du bist mir auch nicht recht, weil Pikachu kann mich zumindest mit Wangrubler oder mit der Statik halt paralysieren. Damit sind wir dann ein besseres Ziel. Na komm schon. Ja. Vorhin immer Pikachu, Pikachu, Pikachu bekommen und jetzt auf einmal gar nichts zu der Welt. Kann ja nicht sein. Auf jetzt. Weil langsam kriege ich auch Hunger. Also ich sollte mir mal langsam hier einen Pikachu finden. Hm. Pokémon Sun and Moon Demo-Spieler verhungert, weil kein Pikachu. Schlagzeile. So. Jetzt aber, komm schon. Ah,
Leider bringt das Abschlachten dieser Pokémon in Anführungszeichen auch nichts. Gucken wir mal eben hier oben. Einfach nur, weil mir danach ist. Ich will doch nur eine einzige Paralyse auf meinem Quatsch zu haben. Na gut. Wuffels ist doch schon mal Anfang. Wuffels kann uns anschwächen. Aber leider auch nur bedingt. Naja gut, machen wir Aeroas. Wir besiegen es jetzt mit Aeroas. Einfach so gut wie es geht halt. Schnüffler, hör auf damit. Greif mich an. Greif mich an. Na endlich. Auch wenn es nicht viel ist. Aber es war zumindest ein Volltreffer. Und das war's. Ich muss aber gucken, dass ich ein paar Aeroas mir aufhebe. So, jetzt aber im Pikachu. Warum du? Warum? Ich will einfach ein Pikachu haben. Leider auch nicht du. Na komm. Der Pikachu ist das einzige Pokémon, was Treffer einstecken kann und was mir genug Schaden machen könnte, um mich halt down zu kriegen. Und Wuffels halt kann uns zwischendrin doch mal ein bisschen was abverlangen, ja. Beziehungsweise, wenn wir paralysiert sind, könnte uns das kleine Pokémon hier vor uns. Ich will keine Pokébälle drauf werfen. Wenn wir es fangen, ist es halt dann auch wieder blöd. Dann habe ich wieder Pokémon in meinem Team. Könnte uns das kleine Pokémon da, das Pipek, uns zumindest anschwächen. Weil wir dann paralysiert sind, langsamer sind. Ich hätte vorher mal eher gewusst, dass wir geheilt werden, nachdem wir hier rausgehen. Na gut, dann lassen wir uns von Wuffels noch ein bisschen bearbeiten. Ja, sonst kommen wir hier gar nicht voran. So, ich muss aber gucken, dass ich zumindest 3 oder 4 Aeroas mir aufhebe. Für Pikachu dann. Komm, mach Fels. Oh, sehr schön. Genau, Wuffels, das hast du sehr schön gemacht. Aber ich glaube, ich fliege in der nächsten Runde einfach, um AP zu sparen. Kein Schnüffler. Was steht denn eigentlich jetzt hier dran? Gesichter. Ja. Okay, Erhöhung von Fluchtwerte werden ignoriert. Mit Schnüffler, Beziehungsweise Gesichter, beziehungsweise Wunderauge. Ja, alles solche Attacken. Na komm schon. Dass ich mich so lange damit aufhänge, hätte ich ehrlich gewusst, dass am Anfang, dass man da hätte besiegt werden, hätten wir uns da direkt besiegen lassen können, so rum. Aber leider bin ich komplett hier Brain of K rumgetippt. Ah, Gotti, Gotti, Gott. Dauert es eigentlich so lange, jetzt einen Pikachu wieder zu kriegen? Vorhin haben wir 2 Stück in Folge gekriegt, als wir sie nicht mehr brauchten. Ja, vielleicht erledigt auch Wuffel uns jetzt.
komm schon. Bis. Ja, das ist schon ein Anfang. Ja, komm, mach noch einen Felswurf. Dann bin ich stolz auf dich, kleines Wuffelchen. Steinwurf, Entschuldigung. Kannst du ja Steinwurf. Dankeschön. Mein armes Quatschutzu, wenn ich mal so drüber nachdenke. Ich lasse mein Quatschutzu abschlachten. Nur um zu wissen, was passiert, wenn wir keine kampfigen Pokémon mehr haben. Na komm, ich versuch's mal kurz mit Doppelteam. Ich habe das Gefühl, dass wir dann einfach nicht mehr getroffen werden, so wirklich. Obwohl, wartet mal. Wartet mal. Jetzt besorgen wir uns einen Wuffels. Wuffels oder Pikachu, ist jetzt in dem Punkt egal. Mir ist gerade was eingefallen. Jetzt, wo ich das so sehe. Doppelteam erhöht ja den Fluchtwert. Das heißt also, wenn uns ein Wuffels mit Gesichte, also mit Schnüffler erkennt, ist es total egal. Das heißt, ich greife Wuffels zweimal an, hoffe, dass er in den zwei Runden dann auch mit Schnüffler agiert, damit er uns nicht verfehlen tut. Und dann, ja, spam ich halt Doppelteam. Dafür müsste aber jetzt erst mein Wuffels kommen. Weil jetzt, wo ich das gut gebrauchen kann, wird es wahrscheinlich nie wieder kommen. Oh Gott. Oder es kommt jetzt auf einmal als Pikachu vorher. Das kann natürlich auch sein. Nein. Nehmen wir nur mal ein Gorio. Na komm schon. Dim, dim, dim. Nein, nicht du. Nicht du. Gib mir Wuffels. Warum bin ich da vorher drauf gekommen, als ich das bei Gesichte gelesen habe? Also bei Schnüffler. Ja, und jetzt kriegen wir keinen Wuffels. Wir kriegen keinen Wuffels und kein Pikachu. Was war denn das denn, Freund? Ich finde dich niedlich, kleines süßes Pipek. Aber leider nicht süß genug, um das weiter ertragen zu können. Jetzt komm schon. Also ehrlich. Da habe ich ja schneller meine AP leer gemacht, anstatt dass es mich hier im Pokémon niederprügelt. Na komm. Jetzt kann ich ja durchspinnen. Ich fange gleich an, die Vögel abzuschießen. Ja? Gleich fange ich damit an. Dann schieße ich die Vögel hier ab. Da ist der Vogel hier abgeschossen, ganz ehrlich. Kenn ich kein Pardon mehr. Na endlich. Geht doch. Obwohl, ich greife es nur einmal mit Aeroas an. Ich habe nämlich Angst, dass ich das kritte. Also, du machst jetzt schön brav Schnüffler, ja? Braves Kleines. So, und jetzt spammen wir einfach. Doppelteam. Wuffels kann uns trotzdem treffen. Und uns jetzt besiegen. Ich will nämlich wissen, was passiert, wenn wir besiegt werden. Und dann beende ich den Part. Ende aus. Nein, wir werden besiegt.
Doppelteam muss doch mal funktionieren. So. Schnüffler brauchst du nicht nochmal machen. Du hast es doch schon erkannt, kleines Wuffelchen. Oder sind die Computer so kodiert, dass es uns nicht besiegen kann? Ja, besiegen wird. Nein, das kann nicht sein. Komm schon, Spiel. Sag mich, dass du so... Na doch, das greift mich nochmal an. Das besiegt mich leider nicht. Wir brauchen noch einen Angriff oder zwei. Je nachdem, was er einsetzt. Wenn er Biss einsetzt, brauchen wir noch zwei. Wenn er einen Steinwurf macht, war es das für uns. Oh ja, komm schon. Was passiert jetzt? Wir sind kampfunfähig. Okay, das Typische, wie immer. Wartet mal. Ich werde demnächst nochmal was versuchen. Aber nicht mehr jetzt. Ja? Und zwar, oder jetzt könnt ihr auch versuchen und mir dann berichten, was passiert, wenn dies macht, um da hinten rauszukommen? Hat man dann die Pokémon freigelassen? Oder behält man die im Team? Na egal. Das war's erstmal von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht, wenn ich das ausprobiert habe. Und bis dann.